Und da vergessen wir, wie unser Leben an uns vorbeiläuft. Wir sehen es gar nicht erst, weil wir uns lieber das Leben anderer angucken. Weil wir lieber auf Instagram gucken, hey, was hat denn der geschafft? Oh, geil, der fährt jetzt ein dickes Auto. Das guckst du dir an. Das ist gerade Zeit, die von deinem Lebenskonto runtergehen, in der Zeit, in der du daran arbeiten könntest, das selber zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute ist Mittwoch. Das heißt, Thema Persönlichkeitsentwicklung steht an, ganz genau. Und heute ein Thema, was mich persönlich selber extrem betroffen hat, beziehungsweise immer noch betrifft und die meisten von euch auch noch betreffen wird. Und zwar geht es darum, dass wir Menschen dazu veranlagt sind, gerne Dinge aufzuschieben. Ich denke, das kennen wir alle. Es beginnt morgens damit, wenn wir im Bett liegen. Der Wecker klingelt, wir schalten den Wecker stumm, beziehungsweise schalten unser Snorer an. Beziehungsweise wir stellen ihn um 5 Minuten weiter, damit wir noch 5 Minuten schlafen können. Das ist die erste Aktion, die wir am Tag überhaupt bringen und das ist die erste Aktion, die uns direkt wieder einen Schritt zurückwirft. Wir Menschen haben ein Zeitfenster von 3 Sekunden. Man sagt 2 bis 5 Sekunden, also im Schnitt ungefähr 3 Sekunden, okay, vielleicht 4 Sekunden. Das ist von Person zu Person anders und unterschiedlich. Bei mir ist es beispielsweise so, bei mir kommen die 3 Sekunden sehr gut hin. Und das sind diese 3 Sekunden, in denen sich entscheidet, tue ich etwas oder tue ich etwas nicht. Das sind die 3 Sekunden, in denen ich mir überlege, ey, da ist ein nettes Mädchen, spreche ich sie an? 3 Sekunden abgewartet, nee, scheiß drauf, das wäre jetzt so unangenehm, einen Korb zu kassieren. Das sind die 3 Sekunden morgens, ich gucke auf den Wecker, oh, schaffe ich noch 5 Minuten zu schlafen? Ja, schaffe ich noch. Das sind die 3 Sekunden, fahre ich heute ins Gym? Nee, fahre ich heute nicht. Das sind einfach 3 Sekunden, die wir alle in unserem Leben haben, die wir mehrmals am Tag durchleben, die wir mehrmals am Tag erleben. Und das sind immer Situationen, in denen wir Sachen verschieben bzw. weiter nach hinten schieben. Das Ganze kann man auch noch weitersehen. Beispielsweise dafür bin ich sehr bekannt, beziehungsweise bin ich selber von mir selber bekannt, weiß ich selber von mir. Ich schiebe immer ganz gerne Sachen auf schöne Tage auf. Beispielsweise sage ich, okay, vernünftige Ernährung fange ich ab Montag an. Heute ist Donnerstag. Ja, wo ist der Fehler? Warum fange ich nicht heute an? Ja, Montag, dann ist eine neue Woche, das ist richtig frisch. Ach, mit dem Sport, ich fange nächstes Jahr an. Dann kann ich ein Jahr durchziehen, dann sehe ich am Ende genau, welche Erfolge ich habe. Ich räume mein Zimmer auf. Ach, das mache ich Montag. Dann mache ich das einfach ab jetzt immer jeden Montag. Heute ist zwar Donnerstag, mein Zimmer sieht aus wie Scheiße, aber ich fange einfach Montag an, dann mache ich das ab jetzt immer Montag. Und das ist genau der Fehler. Und das ist genau das, was ihr nicht machen dürft. Hört auf, euch Daten zu setzen. Das ist das Dümmste, was man machen kann, ohne Scheiß. So wird man in seinem Leben nie etwas erreichen. Wisst ihr eigentlich, wie kurz unser Leben ist? Dass einige unterschätzen das, weil sie sich jeden Tag sehen, sie sehen keine Veränderung. Aber jetzt schaut euch mal ein Bild an von vor 3 Jahren, da seht ihr aus wie Oberdullis. Zumindest sehen die meisten von uns sich selber vor 3 Jahren wie Oberdullis. Das sind 3 Jahre. Wenn ich jetzt heute sage, okay, ich fange nächstes Jahr damit an, dann vergeht wieder ein halber Monat, vergehen wieder mehrere Wochen, mehrere Tage, es vergeht einfach Zeit. Und jetzt denkt an diese Sache, es gibt immer Menschen, die machen schon das, was ihr machen wollt. Das heißt, ich motiviere mich mit irgendwelchen coolen Motivationsvideos auf YouTube. Ich gucke mir dies an, ich gucke mir das an und selber sage ich mir, ich fange erst ab nächstem Jahr an. Was habe ich davon? Nichts. Die Leute machen das schon seit Jahren. Ihr werdet wahrscheinlich nie daran kommen, was die erreicht haben, wenn ihr immer weiter aufschiebt. Und selbst wenn jemand vor 2 Wochen angefangen habt und ihr sagt, okay, ich fange erst nächstes Jahr an, das sind auch wieder 2 Wochen Unterschied. Das heißt, es addiert sich im Endeffekt zu 4 Wochen, zu einem ganzen Monat. Und wenn wir immer weiter unsere Wünsche, unsere Ideen, unsere Zukunft immer weiter herausschieben, werden wir in unserem Leben nie etwas erreichen. Weil, okay, dann schiebe ich jetzt das raus, dann schiebe ich jetzt meinen Sport um 3 Wochen heraus. Dann schiebe ich meine Ernährung, die jetzt sowieso schon darunter leidet, dass ich meinen Sport 3 Wochen später angefangen habe. Dann entscheide ich nach 2 Monaten, okay, in 2 Monaten fange ich an, meine Ernährung umzustellen. Das hätte ich aber ja schon einen Monat früher machen können, einfach weil ich den Sport schon viel später angefangen habe. Das heißt, in unserem Leben schieben wir immer Sachen viel zu weit raus und irgendwann endet das Ganze in einem nicht erreichten Leben. Wir werden niemals das schaffen, was wir erreichen wollen, wenn wir uns immer wieder Zeiten setzen. Dann fange ich an, dann mache ich das. 5 Minuten noch schlafen. Um 17 Uhr fahre ich zum Sport. Morgen fahre ich erst wieder zum Sport. Mache ich mal 3 Tage Pause. Kann sich mein Körper komplett regenerieren. Bullshit. Wenn wir nicht anfangen, unsere Ziele im Fokus zu setzen und wirklich anzufangen, dann werden wir auch nie was erreichen. Und mein Tipp ist es, setzt euch wirklich Zeiten, aber am Tag.
Das heißt, ihr plant morgens bzw. abends, wenn ihr ins Bett geht, euren nächsten Tag. Oder am besten, ihr plant eure ganze Woche schon. Okay, ich habe diese Woche bis 15:30 Uhr Schule. Mega Abfuck. Ich bin erst um 16 Uhr, 16:30 Uhr, 17 Uhr zu Hause. Aber ich setze mir den festen Termin. Um 18 Uhr fahre ich zum Sport und da verbringe ich mindestens eine Stunde. Wir können, sonst kommen wir nach Hause, wir essen was, es ist 17:30 Uhr, wir legen uns kurz hin, wir denken, oh, jetzt bin ich tot, jetzt erstmal einen Kaffee, dann ist es 5:30 Uhr. Oh, fahre ich jetzt noch zum Sport? Diese Überlegung darf gar nicht in unseren Kopf kommen. Und wenn wir uns feste Termine setzen, wenn wir uns feste Zeiten setzen, werden wir nicht dazu kommen. Wir müssen uns so selber überwinden und dazu zwingen, uns mal selber durchzusetzen und gegen unseren inneren Schweinehund anzugehen. Weil ansonsten werden wir in unserem Leben nie etwas erreichen. Weil wir haben immer eine Seite, wir haben immer diesen Teufel auf unserer Schulter, dass er sagt, chill, mach nicht so viel, entspann dich, tu nicht so viel. Und dieser Engel, der wird immer kleiner. Und je mehr wir den kleiner werden lassen, desto kleiner wird er auch. Wenn wir uns nicht dagegen durchsetzen, gegen unseren inneren Schweinehund, dann wird der immer größer. Weil unser Körper ist darauf angelehnt, am besten so ruhig wie möglich das Leben zu verbringen. Aber unser Körper ist auch darauf angelehnt, wie er vor 20.000 Jahren handeln musste. Das heißt, wenn wir vor, ich weiß jetzt nicht wie, ich kenne mich leider nicht so gut damit aus, aber wenn wir jetzt vor einer gewissen Anzahl von Jahren, sei es vor 10.000 Jahren oder so, rausgehen mussten in die Wildnis, um jagen zu müssen, dann sind wir nach Hause gekommen, waren kaputt und haben uns hingelegt und haben geschlafen. Aber das ist nicht mehr das, was wir heute machen müssen. Heute gehen wir 7,5 Stunden arbeiten, kommen nach Hause und haben dann noch 16,5 Stunden vom ganzen Tag. Okay, dann schlafen wir vielleicht noch 6 Stunden, dann haben wir trotzdem noch 10,5 Stunden, wenn ich mich nicht gerade verrechnet habe, indem wir unsere Zeit positiv nutzen können. Okay, dann brauche ich noch ein paar Fahrtwege, ich muss noch was essen, aber wir haben trotzdem immer 4 bis 5 Stunden, die wir uns immer Zeit nehmen können für unsere Hobbys, und zwar für positive Hobbys. Und damit meine ich nicht zocken oder mit Freunden eine Pfeife rauchen. Natürlich sollte man das auch machen, aber innerhalb dieser 5 Stunden wird man es ja wohl schaffen, 2 Stunden zum Sport und 1 Stunde zum vernünftigen Kochen zu investieren. Dann haben wir immer noch 2 Stunden, in denen wir machen können, was wir wollen. Aber diese Zeit, die wir vom PC verbringen, die wir vom Fernseher verbringen, die wir uns irgendeine Scheiße von außen angucken, die uns im Leben, unserem Leben nichts weiterbringt, die Zeit vergeht so fucking schnell und da vergessen wir, wie unser Leben an uns vorbeiläuft. Wir sehen es gar nicht erst, weil wir uns lieber das Leben anderer angucken, weil wir lieber auf Instagram gucken, hey, was hat denn der geschafft? Oh geil, der fährt jetzt ein dickes Auto. Das guckst du dir an. Das ist gerade Zeit, die von deinem Lebenskonto runtergehen, in der Zeit, in der du daran arbeiten könntest, das selber zu erreichen. Und das ist der Fehler von den meisten. Wir gucken uns viel zu viel andere an. Wir vergleichen uns viel zu viel mit anderen, ohne wirklich dann versuchen, was dagegen zu tun und selber vielleicht auf diese Seite zu kommen. Die meisten gucken sich coole Sachen an, nicht um sich zu motivieren, sondern um sich das anzugucken, um sich damit zu befriedigen. Aber wie cool ist es, wenn man das selber erreichen kann? Aber das wird man nie erreichen können, wenn man sich einfach nur anguckt, wie das Endprodukt aussieht. Wenn man aber selber nicht den Schritt, den Weg geht, um das Ganze zu erreichen, dann wird man es auch nie erreichen. Und das schafft man nur, indem man durchzieht und nicht, indem man nächstes Jahr durchzieht oder nächste Woche oder ich schlafe noch 10 Minuten. Diese 5 Minuten am Morgen, damit werdet ihr euren ganzen Tag, schwächt ihr euren ganzen Tag, weil ihr euren ganzen Tag dann diese 5 Minuten zurückgehen werdet. Und damit meine ich nicht, dass ihr jetzt, nur weil ihr 5 Minuten länger schlaft, dass ihr weniger vom Tag habt. Das lohnt, 5 Minuten ist ja jetzt in dem Sinne nicht viel. Aber dadurch gebt ihr eurem Teufel auf der Schulter schon mal die Bestätigung, es ist okay, mal 5 Minuten länger zu schlafen. Mal jeden Tag. Leute, wenn ihr etwas schaffen wollt, dann müsst ihr es durchziehen, dann müsst ihr anfangen und dann dürft ihr euch nicht jedes Mal wieder neue Termine setzen und jedes Mal sagen, dann fange ich an, dann fange ich an, weil so werdet ihr in eurem Leben nichts erreichen. Es hört sich hart an, aber es ist ein Fakt. Wenn ihr was erreichen wollt, dann fahrt heute los, dann fangt heute damit an und wartet nicht Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre, um irgendwas zu erreichen. Das Leben kann nächste Woche vorbei sein. Unterschätzt nicht eure Lebenszeit. Denkt nicht, ihr habt unendlich viel Zeit. Schaut mal ein paar Jahre zurück, dann denkt ihr, fuck, wie schnell ist die Scheißzeit vergangen. Und damals, als ich mit Sport angefangen habe, wo ich 17 Jahre alt war, da habe ich gesehen, ey, Jeff Sy, der trainiert schon seitdem er ein kleines Kind ist, der und der trainiert seitdem er 15 ist. Aber anstatt dann zu überlegen, jetzt ist es eh schon zu spät, solltet ihr anfangen. Weil jetzt schaue ich auf die letzten 4 Jahre Training zurück und denke, Alter, das war ja, wie schnell verging diese Zeit? Und hätte ich damals gesagt, okay, ich erreiche das sowieso nicht, 4 Jahre. Um einen guten Körper aufzubauen oder 3 Jahre, ist viel zu viel Zeit. Das ist dieses Hindernis, was uns davon abhält, wirklich was in unserem Leben zu erreichen. Das heißt, wenn ihr was schaffen wollt, fangt an, fangt heute an, egal was es ist. Und es ist auch nicht immer so, dass man nur diese aktiven Sachen machen muss. Nein, man kann auch sich ein bisschen
erkundigen, man kann sich informieren. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht 400.000 Kochvideos angucken über Produkte, die ich niemals kochen werde. Aber wenn ich zunehmen werde, dann informiere ich mich. Okay, ein Ei hat 7,5 Gramm Eiweiß, 90 Gramm Kalorien. Wie viele Eier esse ich am besten am Tag? Wie viele sollte ich essen? Was ist da für ein Cholesterin drin? Ist das jetzt dieses schlimme Cholesterin oder ist es ein gutes Cholesterin? Es gibt so viele Sachen, mit denen wir uns positiv beschäftigen können. Aber auf Streife, Bauer sucht Frau, whatever, braucht keinen Schwanz, damit verblendet ihr euch, damit verschwendet ihr eure Lebenszeit. Und meinetwegen kann man das ruhig eine Stunde am Tag machen, aber lasst das nicht überhand nehmen. Und die Zeit vor PC, vor Medien, vom Handy vergeht so scheißen schnell. Bei iPhone gibt es jetzt die Funktion, falls ihr ein iPhone habt, schaut mal nach, wie viele Stunden ihr wirklich an eurem Smartphone am Tag verbringt. Das ist beängstigend. Leute, setzt euch Termine, setzt euch Ziele. Und deswegen setzt man sich auch Ziele auf Zeit, damit man gezwungen ist, sich an die Termine zu halten. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Falls ja, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich weiß, ihr habt jetzt ein bisschen länger gelabert als sonst. Es ist einfach ein Thema, was mich extrem, ja, extrem selber beschäftigt. Da werde ich auch noch öfter drüber reden. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Falls nicht, lasst eine negative Bewertung da oder verlasst einfach diesen Kanal. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao Leute, euer Robin Hattie-Kanal.